Moin Leute, willkommen zu dem Video. Heute spielen wir zum allerersten Mal God of War. Mega geiles Spiel. Game of the Year 2018. Ich kann schon kaum erwarten. Oh, es sieht schon so geil aus, wie Kratos da steht. Oh, es ist geil. Die Grafik sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Und ja, keine Zeit verschwenden. Gehen wir gleich rein ins Spiel. Ich denke, gibt's nicht mehrere Schwierigkeiten normalerweise? Oder ist es auf. Ist es nur im Englischen so, oder. Dass die anders heißen, dass ich. Mich ja genau, das ist nur ein Ragnarok so, das weiß ich gerade nicht. Vielleicht können Sie den PS-Spieler in den Kommentaren beantworten. Auf jeden Fall denke ich mal ausgeglichen, weil ich habe noch nie gerade davor gespielt. Oh, ist das geil. Was eine geile Transition. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Schaut euch den Baum an und Kratos. Oh, Zeger, ist das geil. Da sieht man auch, wie blutig sein Arm ist. Oh, das erste Mal Kratos zu dienen. Oh, das ist ein heftiger Schlag. Damn. Hoho! Das wird Hammer. Oh, es ist episch. Ich glaube, den Baum haben wir erwischt. Meine Bandagen gehen ein bisschen weg. Das sind die Blades of Chaos gewesen. Ihr genießt ein bisschen die Natur, würde ich auch machen. Der Wald sieht auch echt gut aus. Und da ist ein Wasserfall, wie nice. Hab ein. Das ist Chaos. Steig jetzt in das Boot. Boah, seine Stimme in Deutsch hört sich auch richtig geil an. Obwohl ich persönlich finde, dass Christopher Judge im Englischen noch besser ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich den nächsten. Boah, das ist Musik. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich den. Ich hab hier einfach mal so einen Baum in der Hand. Das ist geil. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich den nächsten Teil auch wieder in Deutsch machen soll oder in Englisch. Soll ich ihn noch ins Boot binden? Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute von euch Englisch können. Also eigentlich sollten es alle oder die meisten können, aber um sicher zu gehen, schreibt es mal in die Kommentare. Junge. Das ist doch geil. Das reicht aus. Der ist der übelst schnell. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter drüber nach. Ja, Vater.
Das ist geil. Ich kann es kaum erwarten, dass Ragnarok auch für den PC rauskommt. Das wird bestimmt auch mega geil. Das werde ich dann auch wieder spielen, natürlich. Wie der da einfach den Baum trägt. Das war der letzte. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Meinung zu Story Games ist. Ich liebe persönlich Story Games. Oh je. Das ist gerade was zu uns vor. Die Mutter von Atreus. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Der hat eine Tätowierung im Hals. Schon rufen sie nach mir. Steht irgendwas auf Nordisch. Oh mein Gott, sah das hell aus. Macht einen Screenshot. Lebt es. Sie ist bereit. Es ist einfach absolut geil gemacht. Sieht man auch seine Narbe gut im Bauch. Finde nach Hause. Du bist frei. Ich habe übelst Mitleid mit denen gehabt. Wieder geile Musik. Die Ashen, die jetzt rein, so wie es aussieht. Ja, er macht mehr mit der Angst. Das ist ein Dolch oder irgendwas. Oder ein kleines Messer. Hat sich die Hand komplett verbrannt. Tut mir leid. Jetzt stellen wir eine emotionale Bindung dazu. Das hilft. Du. Ein bisschen was. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Oh mein Gott, ich hab die Line predicted. Ich schwöre auf alles. Ich hab sie davor noch nicht gewusst. Sag's mir. Jetzt? Jetzt.
drehe ich mich jetzt rum und ich weiß, ob er jagen kann oder nicht. Also ist eine andere Sache. Oh, sehr Atem. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Sehr geil. Das ist so ein Dead-Move auch. Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Was hast du gefunden? Spuren. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Ah, mit I sind Kameraeinstellungen. Okay. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Das stimmt. Oh, was jetzt? Rüberspringen halt. Hier lang, Junge. Macht etwas von... Oha, schaut nicht. Halt, Hirschspuren. Frisch. Hier lang. Ja, das ist ein Hirsch. Oh mein Gott, die Reflexion im Wasser. Oh, sieht sehr geil aus. Gefunden! Sehr brüchig. Langsam, Hirsch. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. So ein Dad-Spruch. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Macht seine Axt. Wie muss ich halten? Control. Wow. Los. Oh, was ist hier passiert? Da ist ja, er. Wie beim Warte. Aufladen. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es Oha, besser. Wie aggressiv. Finde ihn. Finde ihn. Das muss aber noch besser werden. Mit dem Vater sehen. Ah, mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit! Bleib zurück! Den Sterben. Den Dark Souls-Spieler. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Zu blocken. Ach, das ist sehr cool. Die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter.
Mit C kann man ein Tagebuch führen. Fängt ja mit T an. Aber gerade geht's irgendwie noch nicht, egal. Da oben! Der erste Hirsch. Im alten Tempel! Ich darf da aber nicht rein! Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Ja, Moment. Da! Jetzt Gott, kann man wirklich alles machen. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Drauge! Hat der da ein Hufeisen hinten? Wenn dir Gesundheitsbalken orange oder rot ist, dann sind die Gegner stärker. Mir gefällt es mehr. Komm mal, Deck. Kein einziges Mal wurde ich gehittet. Irgendwie muss das Tor aufgehen. Ich muss es hier halten. Dann bekomme ich das Tagebuch. Oh, das sieht ja gell los. Irgendwie muss das aufgehen. Ah. Hä? Wieso funktioniert das nicht? Ach, weil ich es hier aufmachen muss. Ziehe mit S an der Kette. Offen. Was jetzt? Ich hab schon eine Idee. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Ach, das bleibt dann gefroren, das ist ja geil. Also. Toll! Siviatanaxt, gefällt mir schon sehr. Achso, natürlich ist es das God of War-Zeichen und ich bin Hufeisen, ich bin ja. Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei, ziele ganz ruhig und atme ein. Sega, wieso ist das so schwierig? Fester Stand, ruhige Haltung. Mit B kann ich einen Pfeil schießen. Okay, dann versuche ich den mal mit dem ersten Schuss zu töten. Dann ist es schmerzlöser. Ich kann das. Visiere ihn an und konzentriere dich. Ganz ruhig. Ausatmen. Ich hab ihn! Gut. Ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, das ist so nicht möglich. Ich könnte ihn nicht in den Hals schießen. Er lebt noch.
Ja, es ist nicht möglich wegen der Story. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Okay. Das wird jetzt vielleicht nicht kinderfreundlich. Nur so eine Warnung. Er ist wegschalten und es nicht sehen wollt. Oder ein bisschen vorspulen. Ich kann nicht. Du musst aber. Mir hilft ihm. Er ist zur Vatersuche im Moment. Hätte schmerzlos sein können. Skill,
getestet. Ah! Dir hab ich gezeigt! Junge! Oh! Ich hab keine Angst vor dir! Was für Aggressionsausbrüche der Typ hat. Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an! Erledigt. Du bist nicht bereit. Was ist mit dem Typen los? Was? Ja, natürlich nicht. Im Ernst? Okay. Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Ah, der Kadaver von dem Gut. Geht einfach mal weg. Ich will nichts mehr von dir hören. Entspannt. Jetzt ist er mal richtig gehörnt, Fritz. Der Betäubungsbehalten eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Angriffe in schneller Folge fügen den Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken Sie Mausrad, um einen betäubten Gegner zu ergreifen. Pfeile und Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlich Betäubungsschaden zu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er mit vor seiner Axt verschaut. Okay. Hätte. Dann kann ich jetzt endlich da rein. Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Sei still. Wie frech der Kleine ist. Da muss ich wahrscheinlich höheres Level sein oder sowas. Wir später wiederkommen. Nehme ich mal an. Relativ easy besiegen. Was ist das denn? Der Körper. Der sieht ein bisschen so aus wie die Typen aus Game of Thrones. Da muss ich den halt mit den bekämpfen. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. Aber
Aber warum verbrennt ein Feuer Tollmutters Garten? Und seit wann kommen Draugar so nah ins Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Ins Haus, Junge. Das ist gleich mal schon, wie lang das Video ist. Zumindest die Asche auf, denke ich. Ja. Sieht schon mal nach einem richtig geilen Game aus bis jetzt. Oh, das ist eine Kindheitsstory gerade im Hintergrund. Ich finde es immer sehr geil, wie das von der Cutscene wieder ins normale Game übergeht. Das ist sehr wild. Wartet mal ganz kurz. 32 Minuten. Ja, es ist auf jeden Fall lang genug. Like und Abo reinhauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Hat mega Spaß gemacht. Und ciao.